Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu Holzer Map mit Story, Holzer Map am Tegernsee. Wir befinden uns auf der Holzer Map, die Map heißt Holzer Map und die gibt es bei LS Mod Company. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Folge Ballenspaß und in der letzten Folge haben wir so ein bisschen gequasselt und der ein oder andere von euch, der kann vermutlich vermuten, was jetzt unsere Lösung für diese Ballen hier war. Ja, wir haben die jetzt natürlich ganz schön aufgeladen und das geht, ja, ihr wisst die Lösung, die ich genommen habe. Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie ein bisschen drum herum arbeiten. Ein paar Leute haben ein paar Tipps gegeben und so und einige haben gesagt, das liegt am Anhänger und liegt vielleicht auch am Modball und so und ihr habt vermutlich halt alle ein Stückchen recht. Ne? Das Problem zum einen sind die Anhänger. Manche Anhänger gehen einfach besser als andere, das ist eine Einstellungssache. Nanu, was ist jetzt los? Warum geht meine Schaufel nicht ein auskippen? Ja, irgendwie ist halt alles komisch. Ja, das ist ein bisschen eine Einstellungssache am Anhänger. Ne? Wenn der Anhänger schwerer ist, geht es auch besser. Der Anhänger ist hier vermutlich relativ leicht, weil es auch ein kleiner Anhänger ist. Aber den dann unrealistisch schwer zu machen, ist auch nicht so das Wahre. Viele haben auch gesagt, es liegt an den Modballen, ne? Dass halt die Standardballen besser sind. Das kann auch sein, ne? Dass hier die Modballen nicht so gut eingestellt sind vom Gewicht oder so, dass das Probleme macht. Ich denke, es gibt aber hier noch ein ganz anderes grundlegendes Problem mit den Modballen. Ich habe jetzt hier 24 Ballen auf dem Anhänger. Und ja, das ist halt einfach eine ganze Menge. Ne? Und je mehr Ballen man quasi auf den Anhänger packt, desto höher ist eben die Chance, dass sie aneinander reiben, dass sie sich gegenseitig wegschieben und so weiter. Wenn ich den Ballenanhänger mit normalen Großquaderballen vom Standard-LS hier vollladen würde, dann hätten wir hier eine 4 Ballen drauf, wenn ich 3 hochstapple, 6 Ballen. Das ist natürlich ein ganzer Unterschied zu 24 Ballen. Von daher, ne, allein deswegen schon, ist es natürlich so, dass mit den Standardballen wahrscheinlich deutlich besser funktionieren würde. Einfach, weil man nur 2 Ballen drauf tut, ne, und nicht 3 nebeneinander schon. Und wenn ich hier 3 nebeneinander und 2 Reihen mache, dann habe ich hier so ein 3, 6, 9, 12 Ballen auf dem Anhänger anstatt 4. Also das ist halt einfach ein Riesenunterschied. Und wie gesagt, ich denke, das ist das Hauptproblem, warum diese Ballen hier einfach nicht so toll sich laden lassen als die Standardballen. Weil man halt einfach mehr davon auf den Anhänger kriegt. Ich denke mal, wenn ich hier wirklich nur 4 Ballen drauf tun würde, hätte ich auch keine Probleme, dass die mir davon abhauen würden, weil, ne, es ist ja auch eine Frage der Zeit. Bis ich alle 24 Ballen draufgestapelt habe, vergeht ja auch viel mehr Zeit, als wenn ich nur 4 Ballen oder 6 Ballen draufstapple. Und je länger der Anhänger halt mit den Ballen drauf ohne festgegurtet rumsteht, desto länger, desto mehr hat er natürlich Zeit, um zu wandern, Ballen runter zu rutschen zu lassen und so weiter. Ja, für alle, die es jetzt nicht vermutet haben, wir haben uns jetzt hier, ne, eines kleines Tricks bedient und dieser Trick nennt sich Autolaut. Ja, ich hoffe, dass es euch, ne, rein aus storytechnischer Sicht nicht allzu viel kaputt macht. Ich werde definitiv nie on-camera nutzen, Autoload, werden wir nicht machen. Ich werde einfach ein bisschen drumherum arbeiten, aber ich denke, das ist leider die einzige Möglichkeit, wie wir hier einen halbwegs ansehbaren, transportablen Ballenanhänger vollkriegen mit diesen Ballen. Ja, die andere Variante wäre, ne, immer Balle drauflegen, sofort Spanngurte anbringen, nächste Balle drauflegen, sofort Spanngurte anbringen. Aber das möchte ich auch nicht on-camera machen, weil, wie gesagt, das ist dann genauso unrealistisch. Und von daher, ne, wenn ich das das Ballenladen jetzt off-camera machen muss für die restlichen Ballen wollen, dann können wir das auch so machen. Und ich hoffe, ihr ja, findet das in Ordnung. Genau. Ja, ich wäre froh, wenn ich die Ballen so schön da drauf gekriegt hätte, aber nee. Das ist leider nicht möglich. Ja, beziehungsweise ist es für mich nicht möglich. Wie gesagt, wenn man jeden einzelnen Ballen attached mit den Spanngurten, das wäre eventuell denkbar, dass das geht. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier... so, Fernlicht an und jetzt los geht's. Ja, wie gesagt, das könnte ich mir eventuell vorstellen, dass das möglich ist. Das könnte sehr gut sein, weil, ne, das halt einfach... Dann könnt ihr nirgendwo hin, wenn sie attached sind. Aber das, ja, halte ich auch für unrecht. Es sei denn, ne, ihr sagt in den Kommentaren unten, übrigens, ne, die Ballen wandern jetzt trotzdem. Das ist jetzt natürlich nicht Autoload, sondern die sind attached, ne, also mit Autoload auf den Anhänger abgeladen und dann mit den Spanngurten attached und die wandern trotzdem. Also das ist einfach zu viele Ballen auf dem kleinen Anhänger. Ne? Das, wie gesagt, das sind einfach, ich denke, das ist das Hauptproblem, dass da einfach hier, ne, die sind einfach so viele und dann, ihr seht das, ne, die fangen an zu wandern und zu, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Es kann sein, wenn ich die jetzt daheim abkette, dass die alle explodieren. Keine Ahnung. Ja, gut ist das nicht. Wobei, jetzt haben sie sich wieder ein bisschen gerade hingeschoben. Schauen wir mal. Jedenfalls, ja, selbst mit Spanngurten dran wandern die Ballen ja manchmal ein bisschen. Das ist leider so eine Sache. Habe ich auch das Gefühl, dass das durch manche Patches schlechter geworden ist. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ja, jedenfalls, es ist auch ein bisschen Framerate abhängig, dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen bessere Framerate, wenn die Frames runtergehen, dann fangen die Ballen auch an, mehr lustige Dinge zu machen. Ja.
Ich habe mich sehr darauf gefreut, mit diesen Ballen, mit diesen Quaderballen zu arbeiten, weil ich halt auch wirklich Spaß dran habe, die zu stapeln und so. Und die lassen sich halt besser stapeln als Rundballen. Und ja, hab mich eigentlich sehr darauf gefreut. Bin selber wirklich mehr als enttäuscht, dass es das nicht so geklappt hat. Habe ich halt auch nicht so bedacht, dass man davon so viel auf einen anderen Anhänger drauf kriegt. Wie gesagt, eine Variante wäre, dass wir einen Anhänger mit deutlich weniger beladen, dass wir wirklich nur zwei nebeneinander drauf tun und nicht drei. Und dass wir dann eben nur vier oder sechs in der Höhe drauf tun. Aber ist halt auch nicht so wahnsinnig realistisch dann, wenn man so viel weniger in Anhänger reintut, als theoretisch möglich wäre. Deswegen weiß ich nicht. Ja. So. Na, komm schon. Ja. Ah, schon ganz schön schwer, so eine Ladung Heu. Ah, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube, wir haben eher ein Traktionsproblem hier. Ja, wir haben ein Traktionsproblem. Okay. Das ist heftig. Vielleicht ist er nicht dran, ja. Warum ist der so schwer? Warum ist der so schwer? In den Ballen ist er gar nicht so viel drin, ne? 2800 Liter in jedem Ballen. Nun ja. Nun ja. Was sagt man da? Was sagt man da? Wir fahren jetzt mal nach Hause. Und ich würde mal sagen, wir laden morgen ab. Das machen wir heute nicht mehr im Dunkeln. Und ja, keine Ahnung, ne? Ich hocke jetzt hier mal in die Innenansicht rein, weil sieht man ein bisschen mehr. Nacht ist immer schlecht für Video. Das ist immer nie keine gute Idee. Immer nie. Wow, das ist auch so ein toller Satz, ne? Ja, das ist nie eine gute Idee. Jedenfalls, Pläne und so weiter, was machen wir? Wir werden jetzt die Nacht abwarten und dann werden wir die beiden morgen abladen. Und ja, ich nehme euch noch mit nach Hause und ist immer blöd, wenn man das Videosegment so mittendrin abbricht, so blub aus und so. Ja, früher habe ich das gar nicht gemacht. Ne? Früher habe ich immer direkt im Hof und so und ganz früher, ne, so zu Lostberg-Zeiten, da war ja auch jeder Tag im Grunde zu Ende. Da habe ich echt ne, pro Tag ein Video gemacht, wenn ich mich recht erinnern kann am Anfang. War das immer so, ne? Das, obwohl nicht, ich glaube, ab und zu hat man tatsächlich auch eine Mittagspause, aber ich glaube, wir haben die allermeisten Videos in Lostberg damals haben wir tatsächlich an der Tür beendet, ne? An der Haustür. So, dann hat sie mir im Motto so, jetzt haben wir Feierabend gemacht und jetzt okay, das ist. Na und ja, im Laufe der Zeit hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass ich nicht mal mit fünffacher Zeitskalierung, sondern dreifacher gespielt habe. Das heißt, dass die Tage länger waren und ja, dass ich auch wesentlich mehr an den Tagen gemacht habe. Das heißt, weniger vorgespult über den Tag, wesentlich mehr Arbeit in den Tagen gehabt habe. Die Höfe sind größer geworden und so. Und dann hat sich das halt irgendwie so durch, dass die Videos ein bisschen weniger Struktur bekommen haben. Ne? Dass wir nicht mehr einen ganzen Tag im Video hatten, dann nur einen halben Tag. Manchmal haben wir sogar einen Vierteltag drin. Es ist ja auch so, mit Seasons, ich habe am Anfang das ja versucht, ne, dass ich heute in wirklich drei echten Seasons-Tagen mache. Ne? Am einen Tag das, am nächsten Tag das, am übernächsten Tag das. Und habe dann halt das Problem gehabt, dass ne, das Heu, das Gras verschwindet und so. Ich habe ja damals in Lostberg auch schon Seasons angepasst, dass Gras über Nacht nicht verschwinden kann und solche Sachen. Dass das überhaupt möglich war, über 3 Tage Heu zu machen. Aber dann musste man das sehr genau planen, weil sonst hat man wieder das Problem, dass man eine Wachstumsstufe dazwischen hat und dass dann plötzlich das Gras gewachsen ist. Und ja, es macht halt keinen Sinn, quasi drei Tage Heu zu machen, wenn halt ein Tag im Grunde schon ein Monat ist. Ne? Und ja, ich habe das. Hab das ja versucht am Anfang so zu spielen. Ne? Das war halt quasi 3 Season-Tage wirklich richtig als echte Tage durchspielen und dann ne, der Rest wäre quasi dann wieder off-Kamera, bis dann der nächste Monat ist und so. Und das hat auch gar nicht so schlecht geklappt mit dem kleinen Hof und der wenigen Arbeit und so, aber mittlerweile ist das doch ein bisschen schwieriger. Ich bin dann immer so ein bisschen im Moment sehr gedanklich dabei, mir zu überlegen, was der nächste LS bringt. Ne? Der nächste LS ist jetzt ja nicht mehr ganz so wahnsinnig weit weg. Und ja, ich werde wahrscheinlich nicht direkt zu Beginn eine Story starten können, weil ne, wenn wir eine Story starten, dann ist das ja ein Langzeitprojekt und dafür brauchen wir auch entsprechende Mods, die ich auch auf lange Zeit spielen kann und vor allem eine Map und so. Es sei denn, ich überlege mir irgendwas, wie ich durch verschiedene Maps. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich mache, aber ich werde nicht von jetzt auf gleich eine Story starten. Aber dennoch muss ich jetzt mir schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich das in Zukunft machen möchte mit der Story. Eine Story, der Hauptstory-Spielstand ist ja nach wie vor im Grunde seit Anfang an der Hauptspielstand auf dem Kanal und das soll ja auch so bleiben.
Und ich möchte ein bisschen quasi mir überlegen, okay, was habe ich jetzt so richtig und gut gemacht in den letzten Monaten, was habe ich nicht so gut gemacht, beziehungsweise insgesamt mit LS19, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was ist vielleicht besser als im 17, was ist schlecht als im 17er. Und ein bisschen gucken, ob ich auch wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurückkommen kann, die ich damals in Lossberg hatte. Weil das halt doch für mich persönlich, tatsächlich verbinde ich mit Lossberg immer noch sehr schöne Erinnerungen. Also Lossberg war wirklich ein Spielstand, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Nicht, dass mir heute keine Spaß gemacht hat, aber ich habe das Gefühl, dass mit der Zeit immer umfangreicher geworden ist. Der Spielstand, die Felder und alles ist immer größer, immer mehr und immer umfangreicher und die Story ist umfangreicher geworden und mehr Leute beteiligt und das halt alles so ein bisschen, so langsam so ein bisschen den Überblick über alles so verloren und das war am Anfang war das halt ein bisschen kompakter und das hat mir eigentlich tatsächlich mehr gefallen. Und das nächste ist, dass ich ja teilweise mit als ich angefangen habe hier auf der Holzer Map, das habe ich für mich gemacht. Ich habe quasi die Map ausgesucht, die ich spielen wollte. So, es soll ja heute Nacht nicht regnen, also können wir den im Grunde draußen stehen lassen. Also ich habe die Map ausgesucht, die ich spielen wollte. Und ich habe die Fahrzeuge ausgesucht, die ich spielen wollte. Beziehungsweise ich habe einfach versucht, das Beste draus zu machen mit dem, was möglich ist. Ich habe damals nicht mit dem Beta Deutz, der ja dann doch nicht zum Download kam, weil ich den dann an Matt übergeben habe, zum noch viel mehr überarbeiten. Ich wollte nicht mit dem spielen. Ich wollte nicht mit dem 366 spielen. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte eigentlich mit Mods spielen, die es zum Download gibt und habe einfach, damals, als ich angefangen habe, obwohl das schon jetzt über ein Jahr LS draußen war und da endlich Seasons und Holz und Map und so da war, ging das einfach nicht, weil es nichts gab. Es gab einfach keine Fahrzeuge, die ich verwenden konnte und ich habe versucht, einen Spielstand mit anderen Fahrzeugen zu machen und hat einfach nicht so wirklich zusammengepasst und dann habe ich mir ja im Grunde 2 Wochen lang, richtig viel hingesetzt und stundenlang am 366 weitergemacht, noch die Kabine gebaut und alles mögliche, dass die der soweit fertig ist. Na, das war ja im Grunde wirklich Last-Minute-Story-Vorbereitung. Und den Akkus, da habe ich dann halt einfach so wie ist reingepackt. Ne? Der war ja, ich habe im Grunde nur noch den Sound gemacht, alles andere, deswegen kam der auch dann nicht so wirklich zum Download. Und, weil da war noch ganz viel nicht. Ne? Da ging die Fronthydraulik nicht und die Heckhydraulik war nicht richtig eingestellt und. Ne? Da hat der einen Haufen Probleme und Fehler. Und die Armaturen im Innenbereich sind überhaupt nicht funktioniert, war nichts animiert, hat nichts funktioniert und so. Also das war ja wirklich kaum spielbar, das Teil. Und trotzdem haben wir das dann einige Folgen lang durchgebracht. Und ich habe halt immer gedacht, den packe ich jetzt rein und dann richte ich den vollends. Aber als ich dann realisiert habe, dass ich das nicht schaffe, dass ich zeitlich nicht dazugekommen bin, habe ich mich ja dann irgendwann dafür entschieden, dass das Teil kaputt geht und vom Hof geht. Das war letzten Endes dann der Grund dafür, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann das Teil so wie es ist nicht weiter spielen, weil es absolut nicht spielbar ist und ich ständig in den Stories um die Probleme drumherum arbeiten habe müssen, dass ich das Ding hatte und wollte dann eine Alternative. Ne? Und wie gesagt, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Der Spielstand ist halt mehr so oder weniger aus Zwang so entstanden, wie er ist. Und ein Spielstand, auf dem viele Eiche sind, ist natürlich absolut mein Geschmack, ganz klar. Aber der Hof ist auch absolut mein Geschmack, aber so im Großen und Ganzen habe ich hier halt am Anfang auch die Geräte, dass so viele neue Anbaugeräte auf dem Hof sind und waren am Anfang, das halt auch dem geschuldet, dass es nichts anderes gab. Also, dass so quasi die einzigen Anbaugeräte, die halt ein bisschen klein sind, doch auch neue waren. Und das war alles nicht so ganz so hundertprozentig das. Na, der Lostbox-Spielstand hat mir schon ein bisschen mehr gefallen. Und dann habe ich halt einen ganz anderen, vielleicht eventuell Fehler gemacht, vielleicht auch nicht. Dann habe ich angefangen, auf euch zu hören. Klingt jetzt ein bisschen gemein, ein bisschen frech und ein bisschen blöd. Aber so war es auch. Und wisst ihr was? Theoretisch könnten wir jetzt auch... Na komm, nee, wir laden jetzt nicht ab. Wir machen jetzt Feierabend. Wir schlafen jetzt eine Runde und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, guten Morgen. Es ist leider Regen angesagt. Das heißt, wir müssen uns jetzt richtig sputen, dass wir das ganze Heu vor uns heimkriegen. Ich weiß nicht so recht, wie wir das packen sollen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Erstmal müssen wir den hier ein Stückchen vorfahren, dass wir besser drankommen mit dem Telelader. Mit dem Telelader, sage ich schon. Ja gut, ist auch ein Telelader, mehr oder weniger. Mit dem Hoflader. Wo waren genau? Wir waren stehen geblieben bei, ich habe auf euch gehört. Wie gesagt, das ist natürlich jetzt kein Fehler an sich, auf seine Community zu hören. Im Gegenteil. Aber was ich halt damit sagen wollte, ist so ein bisschen, dass man versucht, das irgendwann allen recht zu machen. Am Anfang damals mit dem Lostbox-Spielstand habe ich im Grunde so gespielt, wie ich wollte. Na, wir hatten damals auch nicht die Fahrzeuge, die ich haben wollte. Das ist ein ganz anderer Punkt. Als ich Lostbox angefangen habe, war das ja alles noch ein bisschen anders. Na, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich mich entschieden, dass ich nichts modden werde. Und dann habe ich eigentlich aufgehört mit dem Modding. Und habe entsprechend dann auch nichts umgebaut an dem Spielstand, beziehungsweise ich habe mir halt vorgenommen, du spielst und du möchtest jetzt mal spielen, weil ich habe immer nur, war immer mit Modding beschäftigt und bin nie zum Spielen gekommen. Und wie kriege ich jetzt das da hier ausgefahren? Ich glaube, ach, das will nicht so richtig.
Wie kriege ich das ausgefahren? Mist, 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 Mist. Ja, da habe ich jetzt natürlich ein Problem, diese Ballen hier runter zu kriegen. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Wir versuchen das mal, was passiert, wenn ich die hier einfach rausnehme. Werden die anderen wahrscheinlich runterfallen. Aber das ist okay. Okay, die fallen nicht runter. Dann nehmen wir erstmal die hinteren runter, da kommen wir wenigstens dran. Ja. Genau, also was ist gewesen mit Lost Berg? Ich habe damals mir entschieden, dass ich aufhöre zu modden und spiele, weil ich immer nur gemoddet habe und nichts gespielt. Und deswegen habe ich da am Anfang ja nichts Gemoddetes drauf gehabt, sondern ich habe ja wirklich nur Mods, so wie sie zum Download stehen, drauf gehabt. Ihr habt die Mods nicht mal angepasst. Ne? Ich habe nichts verändert, gar nichts. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist More Realistic. Geguckt, dass More Realistic ready ist. Ja, More Realistic und halt eine Gangschaltungseinträge, falls keine vorhanden war. Sonst habe ich nichts gemacht. Und ja, das war so im Grunde der Anfang mit Lost Berg damals. Und entsprechend war der Fuhrpark natürlich auch absolut einfach nur so hingezwungen, weil ich nichts anderes hatte. Aber im Laufe der ersten paar Folgen habe ich mir den Fuhrpark gerne ein bisschen angepasst und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich sage das schon öfter, ne? Ich kann mich mit ganz vielen Sachen anfreunden. Ich habe jetzt nicht unbedingt den einen Lieblingsschlepper, den ich überall fahren muss oder sowas. Fast jeder Schlepper. Oh wei. Ach, das fängt ja schon mal gut an. Fast jeder Schlepper hat irgendeinen Vorteil, ne? Irgendwas Schönes, irgendwie vielleicht eine tolle Lenkung, ne? Dass er super wendig ist oder irgendwas anderes. Also ne, jeder Schlepper hat halt so etwas, wo ich sage, okay, deswegen macht dieser Schlepper Spaß zu spielen. Ne? Und von daher kann ich mich halt wirklich mit fast jedem Schlepper, mit fast jedem Mod anfreunden. Und hoch, das war jetzt auch wieder die falsche Bewegung hier. Ja, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich weiß nicht, was immer los ist. Irgendwie habe ich immer Probleme. So, ja, also das war, deswegen kann ich mich auch, ne, ob das jetzt der Ford gewesen ist oder ob das davor der Fiat war oder so, die haben ja alle Spaß gemacht. Der Fiat hat jetzt nicht ganz so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil in dem doch einiges ein bisschen durcheinander war. Aber der Ford hat sehr viel Spaß gemacht und dann hat die Deutsch und so, das hat alles Spaß gemacht. Aber ich habe ja im Laufe der Zeit dann auch wieder angefangen zu modden, die Deutz umgebaut und so. Und habe mir dann auch den Spielstand zunehmend zu dem gemacht, was ich halt wirklich gerne wollte. Und der Spielstand so am Ende, wir waren mit den Deutz und den IHC und so, das hat mir echt gefallen. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt, es waren keine Eichern, das waren jetzt mal nicht, ne, Deutz ist ja nur meine Lieblingsmarke Nummer 2, ne? Und nicht die Nummer 1, Nummer 1 ist immer noch Eicher. Und IHC ist überhaupt nicht auf der Liste der Lieblingsmarke, aber IHC ist halt so eine Marke, ne, die halt, die älteren IHC sind halt nach wie vor sehr viel im Einsatz und das war auch in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, so, und ich kenne das halt einfach so, ne, dass man mit denen noch schafft. Und ja, entsprechend habe ich halt im Grunde mir den Hof genauso aufgebaut, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie müssen wir das Ding doch jetzt hier ausgefahren kriegen, dachte ich. Ich verstehe das nicht. Irgendwas ist hier mit der Belegung kaputt. Irgendwas ist hier mit der Belegung kaputt. Ja, jedenfalls war das für mich halt dann so, wo ich mir dachte, okay, so muss das sein. Ne? So stelle ich mir das vor. Und so, jetzt müssen wir mal gucken, dass der jetzt kommt wahrscheinlich runter, ja. Gut. Hauptsache, wir haben ihn auseinander. Ja, den Hof, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das war im Grunde so der Fuhrpark, so wie ich mir den vorgestellt habe, so wie ich das haben wollte. Und auch wenn das nicht unbedingt aus Lieblingsschleppern besteht, das muss es ja gar nicht. Das ist vollkommen irrelevant. Jedenfalls, die Entscheidungen damals, ne, dass ich den IHC hole, die zwei IHCs, die ich dann gekauft habe und den einen, den ich verkauft habe und so, das war alles im Grunde, da habe ich einfach Bock drauf gehabt. Ne? Ich habe gedacht, okay, da hätte ich jetzt mal Bock drauf, das so zu spielen und habe ich das gemacht. Ne? Ich habe da nicht drüber nachgedacht, was könnten da die Zuschauer denken, wie kommt das vielleicht an. Da habe ich da nicht viele Gedanken mehr drum gemacht damals. Ne? Das war einfach im Grunde im Großen und Ganzen so, wie ich halt Bock drauf hatte. Ne? Und wenn ich eine Idee hatte, habe ich die einfach gemacht. Ne? Ohne groß drüber nachzudenken oder so. Wenn ich eine Idee für die Story hatte oder so, oder wenn ich Bock auf was hatte, dann habe ich das einfach gemacht. Mit dem Stallbau und so weiter. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt. Ne? Also das mit dem Stallbau ist ja auch in dieser Folge, aber auch in einer anderen Folge wunderbar angekommen. Ne? Das ist irgendwie Umbau am Hof oder so. Ich weiß nicht, ob es an den Stellen liegt oder warum das so gut angekommen ist mit dem Stallbau. Aber es ist jedenfalls super gut angekommen. Ne? Also das Interesse war groß. Viele wollten immer ein Update sehen und so weiter. Und das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht oder habe ich nicht im Kopf gehabt, als ich das damals, ne, das erste Mal gemacht habe, als ich das zweite Mal gemacht habe, auch immer noch nicht. Ne? Ich dachte, das ist so ein kleines Nebenprojekt. Ich habe einfach Bock gehabt auf Kühe damals auf Lost Berg und habe gedacht, ja, dann gucken wir halt eine Möglichkeit, wie ich jetzt hier Kühe hinkriege, weil ne, das mit den Schafen war, ist mir ein bisschen langweilig geworden. Ich wollte halt auch mal einen richtigen Futtermischer und Futtermischration und Silo verfüttern und so. Und habe halt gedacht, ja gut, dann gucken wir halt, dass wir Kühe auf den Spielstand kriegen. Und habe gedacht, gut, dann bauen wir einen Stall. Und ja, keine Ahnung, das war halt alles so ein bisschen, das waren teilweise auch relativ spontane Entscheidungen. Haben wir natürlich, bis die in der Serie tatsächlich dran gekommen sind, umgesetzt wurden, teilweise nicht mehr ganz so spontan gewesen, aber im Großen und Ganzen habe ich halt einfach so gemacht, wie ich gerade Bock hatte.
Und ich habe das Gefühl, dass es bei euch tatsächlich vielleicht fast besser angekommen ist, als manche Dinge, die ich jetzt im neuen Sinne gemacht habe, die ich halt wirklich, wo ich mir überlegt habe, okay, kommt das vielleicht gut an, gefällt das euch vielleicht und ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich mich da ein bisschen zu weit dann aus dem Fenster gelehnt, ein bisschen zu weit weg von dem, was ich üblicherweise so gerne gespielt habe. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls da so ein bisschen Gedanken, die ich habe. Man kann es eh nie allen recht machen und entsprechend sollte ich vielleicht versuchen, es in erster Linie mir recht zu machen und dann gefällt das euch vielleicht auch, keine Ahnung. Jedenfalls, das sind so ein bisschen meine Gedanken und jetzt haben wir wieder sehr lange geredet, um auf diesen Punkt zu kommen. Ist so ein bisschen, da könnt ihr auch ein bisschen wieder Feedback geben, wobei das natürlich dann wieder exakt gegen den Punkt ist, den ich eigentlich machen wollte. Weil wie gesagt, wenn ich wahnsinnig so sehr auf das Feedback höre, das Problem ist halt einfach mit dem Feedback, nur das nicht das Schlechteste auf Feedback zu hören oder so, im Gegenteil, ne? Ich freue mich auch wahnsinnig über das Feedback und das war ich damals schon so, ne? Ich habe in der Lost Park auch schon eigentlich alle paar Folgen gesagt, ne, dass ich Feedback möchte, viel mehr als heute noch, ne? Damals habe ich nur ganz oft um Kritik, um Anregungen, um Feedback und so weiter gebeten, mache ich heute viel weniger, aber ich versuche das halt trotzdem heute wirklich nicht mehr aus den Kommentaren rauszulesen. Das Problem ist halt einfach, dass man immer die gegenteilige Meinung bekommt, weil halt, ne, jeder möchte halt was anderes, das ist halt etwas, ne, die Mehrheit zufriedenstellen geht nicht. Weil es gibt nicht unbedingt die Mehrheit, ne? Jeder hat halt so seinen eigenen Geschmack und ne, der eine möchte gern das, der andere möchte gern das und egal was man macht, irgendwer ist immer unzufrieden. Und von daher, ja, sollte ich das eigentlich aufgeben. So, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass ich den hier wahrscheinlich nicht mehr da drauf kriege, aber wir werden es probieren. Ob wir den noch da drauf kriegen, weil der andere Ball hier davor liegt. Probieren wir mal, wenn wir jetzt hier rückwärts rausfahren können. Na, da geht es überhaupt nirgendwo mehr hin. Gut, dann packen wir es eben mal beiseite. Ja, lange Rede, ganz kurzer Sinn. Das macht über mir grenzt mit dem Hofladen auch nicht allzu viel Spaß, die Ballen zu laden, weil der halt, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, das Reagieren ist irgendwie immer ein bisschen mit VCA. Ich habe ja schon eure Tipps befolgt und er lässt sich jetzt heute schon viel besser fahren als am Anfang. Aber irgendwie ist das alles nicht so, bin ich nicht so zufrieden damit. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu blöd zu fahren. Ne? Vielleicht fahren, lassen die sich in echt auch so fahren, keine Ahnung. Hab ja noch nie einen Hofladen in echt gefahren. Jedenfalls. Jetzt sind wir wieder von einem Thema ins andere gekommen. Das wollte ich auch nicht unbedingt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich denke, ich werde für den nächsten LS mich wieder wesentlich mehr auf das besinnen, was einfach mir Bock macht. Und nicht ganz so viel drüber nachzudenken, ne, was in den Kommentaren steht von mach mal dies, mach mal jenes, mach mal das. Weil, wie gesagt, es halt immer das Problem ist, dass es eine sehr einseitige Meinung ist, ne? Weil wenn ich einen Eicher fahre, dann gibt es ganz viele in den Kommentaren, die sagen, hier, fahrt schon dir. Und wenn ich einen schon dir fahre, dann gibt es ganz viele in den Kommentaren, die sagen, fahr Deutz. Also es ist halt immer so, dass im Grunde melden sich immer diejenigen, die gerade nicht zufrieden sind. Die zufrieden sind, melden sich nicht. Und dann kriegt man so ein bisschen den Eindruck, als müsste man quasi immer was ändern, als wäre immer was falsch. Aber dabei hat man quasi eine Mehrheit, die eigentlich zufrieden ist, die überhaupt nichts sagt. Ne? Und das geht dann so ein bisschen unter. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen zu sehr verleiten lassen in letzter Zeit. Ein bisschen allgemein im 19er. Dass ich immer versucht habe, auf die, die nicht zufrieden sind, zu hören. Und dabei vergessen habe, na, wie viele es wahrscheinlich gibt, die durchaus zufrieden sind mit dem, so wie ich es mache. Und ja, entsprechend werde ich dann im nächsten LS versuchen, wieder ein bisschen mehr einfach das zu machen, was ich mache. Und dann werden sich ganz automatisch die ansammeln, die das auch toll finden. Und die es nicht so toll finden, dann halt vielleicht nicht mehr. Das ist dann zwar auch schade. Ich möchte ja keine Zuschauer verlieren. Wer möchte das schon? Aber letzten Endes geht es halt darum, was am Ende allen am meisten Spaß macht, ne? Und wenn ich halt am meisten Spaß habe, macht das, glaube ich, euch auch am meisten Spaß. Jedenfalls, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt überhaupt drauf gekommen sind. So, wie kriege ich das jetzt hin? Das, ja, so. Ja, keine Ahnung, wie wir darauf jetzt gekommen sind. Ich weiß es nicht. Ich habe es komplett vergessen. jedenfalls haben wir jetzt schon wieder die halbe Folge verquasselt oder so ähnlich. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe. Wie ich das früher gemacht habe, in den ersten Folgen Lost Park, da hatten 20 bis 30 Minuten. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das früher gemacht habe, dass ich in den 20 bis 30 Minuten was geschafft gekriegt habe. Und gequasselt und Zeitraffer und alles. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das ging. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass der Ball nicht auf dieser Dings liegt und dass dieser Hoflader nicht weit genug, ne, hier mit der Gabel runterfahren kann, als dass man da jetzt schwierig reinpieksen kann oder dass man die jetzt hier, wenn sie versuchen, die wieder so hinzulegen, jawohl. So, und dann werden wir jetzt versuchen, hier aufzugabeln. Ab hier, wo alles schräg ist, ist es nicht so einfach, aber wir haben doch reingepikst, aber ein bisschen krumm, da kommen wir nachher wieder nicht gescheit raus und ach, das ist wieder... Ich weiß auch nicht, was los ist, ne? Ich weiß auch nicht, was los ist. Hab das Gefühl, ich bin ein bisschen ungeduldig geworden. Ich war früher geduldiger. Kann das sein, dass ich früher geduldiger war? Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ich glaube, ich war früher einfach geduldiger mit allem. Mods und Spielstände und LS und...
Es war auch früher ein bisschen nicht so der Zeitdruck, ne? Das ist halt auch ein Punkt, was dazu kommt. Ich mache das jetzt halt mittlerweile doch ein bisschen professioneller mit YouTube. Also nicht so viel professioneller, weil immer noch ein totales Chaos. Aber als ich angefangen habe mit Lost Ark, habe ich wahnsinnig Bock drauf gehabt zu spielen. Endlich LS spielen, ne? Weil ich habe ja im Grunde davor nie wirklich richtig LS gespielt. Das war das erste Mal, dass ich richtigen Spielstand richtig lange gespielt habe, überhaupt, ne? Seitdem ich LS spiele. Und hatte so Bock drauf, einfach LS zu spielen. Und im Grunde konnte ich es kaum abwarten. Ich wollte ja jeden zweiten Tag im Schnitt ein Video machen, jeden zweiten bis dritten Tag. Und ich konnte es kaum abwarten. Ich hätte am liebsten, nachdem ich das erste Video gemacht habe, gleich 5 weitere gemacht. So habe ich damals wahnsinnig Bock drauf gehabt. Das ist natürlich mittlerweile auch ein bisschen anders, weil, ne, ich habe im 17.000, 1700 Stunden gespielt. Ich habe jetzt im 19. auch über 1000 Stunden gespielt. Und ne, irgendwann ist es dann halt so, dass man dann doch alles schon mal gemacht hat. Ne? Das ist halt ein bisschen langweilig wird in gewisser Weise. Und ja, keine Ahnung, ich bin jetzt schon lange nicht mehr so wahnsinnig scharf drauf gewesen, LS zu spielen wie am Anfang. Ne? Ist natürlich so, dass ich nach wie vor einen Haufen Bock habe, LS zu spielen und so. Aber so wahnsinnig, dass ich wirklich mich kaum zurückhalten kann bis zur nächsten Folge, ist es halt schon länger nicht mehr so richtig vorgekommen. Das war bei Lost Ark halt wirklich nur ganz am Anfang so. Und was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, genau. Wie gesagt, und damit verliert man vielleicht auch ein bisschen Geduld. Ne? Weil am Anfang habe ich, je mehr Bock man hat, was hinzukriegen, was zu machen, desto mehr Geduld hat man vielleicht auch, zumindest ich. Und ich glaube halt tatsächlich so ein bisschen die Geduld tatsächlich verloren habe. Mich mit problematischen Mods und Dingen rumzudingsen und dann auch eine storytechnisch. Ich habe auch am Anfang in Lost Ark was schief gelaufen ist, habe ich teilweise wirklich Sachen rausgeschnitten, Sachen umgebaut und Riesenaufwand betrieben. Das mache ich mittlerweile teilweise auch nicht mehr so sehr. Es ist halt auch eine Zeitfrage, ihr wisst das ja, ich jetzt auch versuche jeden zweiten Tag im Schnitt ein Video zu machen und das nicht so ganz schaffe und mittlerweile im Schnitt irgendwie mehr Zeit in die Videos reinfließt als früher. Na, das Schneiden dauert länger und so weiter, ne, weil ich mit anderen Programmen arbeite. Es ist auch so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, generell länger brauche zum Aufnehmen als früher. Oder ich weiß es auch nicht. Jedenfalls geht mehr Zeit in die Videos als früher. Und ich hab halt mittlerweile habe ich so ein bisschen so dann habe ich am Anfang habe ich diesen mir überhaupt gar keinen Druck gemacht. Ne? Am Anfang habe ich halt gedacht, na gut, wenn das Video heute nicht fertig wird, wird es morgen fertig. Ne? Ist auch halb so wild. Mittlerweile ist halt schon so, ne? Wenn ich ein Video aufnehmen will oder am Aufnehmen bin, dann will ich es eigentlich meistens auch fertig machen. Wenn man schon ein Video macht, dann muss man es auch fertig machen und meistens bin ich eh zu spät dran. Ne? Meistens ist es eh so, dass ich, wenn ich ein Video aufnehme, es eigentlich schon rausgekommen sein müsste und ne, das macht mir natürlich dann auch einen gewissen Zeitdruck, sodass wenn was schief geht, dann ich auch entsprechend richtig ungeduldig werde. Ich denke, das ist auch ein großes Problem. Ne? Das sollte so nicht sein. Und ich habe jetzt tatsächlich in letzter Zeit, habe ich das ein paar Mal gemacht. Ne? Ein paar Mal habe ich tatsächlich jetzt Folgen im Voraus aufgenommen, ne? Holzerfolgen. Dann konnte ich natürlich auf Kommentare und andere Sachen ein bisschen schlecht eingehen, aber habe ich tatsächlich gemacht. Das wirklich im Voraus, ein paar Tage vorher schon was aufgenommen habe. Mal 2-3 Folgen an einem Sonntag oder so. Was ich für die ganze Woche quasi hatte. Und das ist halt dann auch passiert, dass ich tatsächlich dann Folgen über mehrere Tage aufgenommen habe. Ne? Das ist jetzt in letzter Zeit tatsächlich mehrfach vorgekommen, dass ich eine und dieselbe, sagen wir mal, am Abend des einen Tages habe ich angefangen und dann nach einer Weile habe ich gedacht, ach nee, jetzt reicht's jetzt, macht nicht mehr so viel Spaß, ich gehe lieber ins Bett und dann bin ich ins Bett und habe am nächsten Tag voll fertig gemacht. Und ne, wenn man natürlich ein bisschen vorproduziert, dann kann man das machen und keine Ahnung, das ist auch, ich muss das definitiv für den nächsten LS muss ich das alles irgendwie umkrempeln. Warum nicht jetzt umkrempeln, ist immer die Frage, na, das ist wie ein Neujahr, ne? Warum nimmt man sich das Neujahr vor, um sich vor Dings da Bumstars, wie heißt's, wenn man sich was vornimmt, mir fällt gerade das Wort nicht ein, gibt's das? Ja, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man sucht sich das neue Jahr aus, ne? Man könnte ja jeden Tag 7 Runden aussuchen und sagen, okay, ab morgen wird alles anders oder so, aber ne, das neue Jahr ist halt immer so ein bisschen, ne? Der Mensch mag halt keine Zufälle, ne? Der Mensch, der mag Muster und schön alles eingeteilt in Kästchen und Boxen und so weiter. Und das neue Jahr eignet sich halt dann hervorragend zu sagen, ja, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, den ich mir aussuche. Ne? Das ist jetzt kein zufällig gewählter Zeitpunkt, das ist auch kein Morgen mache ich, sondern das neue. Die meisten Leute schaffen es natürlich dann trotzdem nicht, was auch ein bisschen schade ist, aber die meisten Leute würden es halt auch nicht schaffen, wenn sie sagen, okay, ab morgen ändert sich alles. Weil ihr wisst ja, wie das ist. Ne? Ich denke mal, jeder von uns hat sich schon mal gesagt, ab morgen ändert sich alles. Ne? Wenn man irgendwie einen besonders schlechten Tag hatte oder irgendwas richtig schief gegangen ist oder so, und ich denke, ja, morgen mache ich das anders. Morgen mache ich das, morgen räume ich hier auf, morgen mache ich das, morgen mache ich jenes, ab morgen wird es besser. Morgen stehe ich früher auf, morgen esse ich weniger, morgen esse ich mehr, ne? Was auch immer man sie vornimmt. Morgen trinke ich keinen Alkohol. Ne? Das ist, kennt ihr ja wahrscheinlich jeder, dass man das sich schon mal gesagt hat. Und dann kommt halt der Morgen. Und dann denkt man sich, ja gut, nee, jetzt
kann ja immer noch morgen, ne? Man kann ja immer noch mal verschieben. Und ein fester Zeitpunkt wie das Neujahr, das kann man halt nicht verschieben. Das ist auch der Hauptgrund, warum viele Leute das Neujahr als ein Datum raussuchen, um quasi sich ihre Essen. Mir fällt das Wort immer noch nicht ein. Mir liegt es auf der Zunge. Ich hab's im Hinterkopf, aber ich komme nicht drauf. Das macht mich wahnsinnig. Wie heißt das Wort? Wie heißt das Wort? Vorsätze! Ich hab's! War man schick Vorsätze fürs neue Jahr mit. Und das ist halt jetzt hier beim LS ist das halt ähnlich, ne, wo man sich halt denkt, okay, könnte man theoretisch ab morgen, ab heute, ab was weiß ich was, aber es ist halt einfach so sagen, okay, ich nehme mir das vor bis zum nächsten LS, ne, bis zum nächsten LS, das ist nicht mehr lange, und dann wird sich einiges ändern und so ein bisschen hoffe ich einfach mal, dass ich das dann auch hinkriege, zumindest ein Teil davon, und jetzt nachdem der nächste LS halt eine Stückweise näher rückt, ist natürlich, ne, macht man sich mehr und mehr Gedanken um eben diese Vorsetzung, was für genau für Vorsätze man sich für den nächsten LS nehmen sollte und ne, wie man das alles, ne, ändern sollte oder so. Und wie gesagt, ich muss da definitiv die ganze Art und Weise, wie ich an diese YouTube-Videos herangehe, muss ich ändern. Weil, halt, stopp! Das hat jetzt keiner gesehen. In letzter Zeit war das immer zunehmender deutlich wieder, dass ich unregelmäßige Videos gemacht habe. Das ist im Grunde wie in der Zeit, in der ich sehr viel am Haus gemacht habe am Anfang. Direkt als wir das Haus übernommen haben damals, habe ich ja wirklich sehr viel am Haus gemacht. Das war gerade die Zeit, wo wir noch auf der Swiss Touch waren. Und wo ich dann auf der Holze angefangen habe, da habe ich auch das Problem gehabt. Oh, das hat jetzt auch keiner gesehen, ich weiß nicht. Ich bin heute zu unkonzentriert. Aber dafür kann ich quasi ohne Ende, ne? Das ist wenigstens eins. Ne, damals war es ja auch so, dass ich wirklich sehr viel Zeit mit dem Haus verbracht habe und dann nicht so die Videos rausgebracht habe, wie ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Vor allem, nachdem ich dann gerade den neuen Spielstand gestartet habe. Und dann hat sich das wieder ein bisschen gebessert und aber in letzter Zeit ist es wieder richtig übel und das hat jetzt weniger mit dem Haus zu tun, sondern mehr mit allen anderen Arbeiten. Ne? Ich bin viel am Kramer dran und Verdeck vom Kramer basteln und muss auch draußen viel umräumen, aufräumen und es ist übel. Es ist richtig übel. Ne? Ich bekomme einfach nie das geschafft, was ich mir vornehme. Und das macht auch einen auch fertig. Jedenfalls. Habe ich im Moment wieder das Problem, dass ich halt häufig Videos zu spät komme, ne? Dass halt nicht so die Videos kommen, wie ich das gerne geplant hätte. Und das muss ich definitiv ändern. Das muss ich für den nächsten LS ändern. Mein Kanal ist mittlerweile groß, wirklich verhältnismäßig groß und wichtig. Kann ich nicht einfach so, ne, oh wei. Das ist jetzt gar nicht gut. Warum ist der Anhänger so weit gewandert? Da müssen wir jetzt hier ein bisschen nachhelfen. So, und jetzt versuchen wir den mal wieder gerade zu ziehen hier. Oh ne, jetzt regnet das auch noch. Oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt sind sie alle runtergefallen. Ich habe die beiden runtergeworfen. Sauber. Sauber. Okay, ein Vorteil hat das. Meine Frau kann jetzt gleich losfahren und kann die nächsten Ballen aufladen, wenn ich den Rest hier dann versuche zu verstauen. Wir müssen jetzt hier nur gucken, dass wir den Johnny hier irgendwie wegfahren. So, ich guck mal, dass ich den Johnny rausdeckle, dann kann meine Frau gleich wieder Ballen laden fahren. Genau, lange Rede, gar keinen Sinn. Wo waren wir stehen geblieben? Macht denn hier so Geräusche? Ne, es ist der LS. Irgendwas macht hier Geräusche. Ist das der Hoflader? Vielleicht ist das der Hoflader. So, hier müssen wir jetzt hier mit ein bisschen Gewalt dran vorbei, aber das wird schon. Die Ballen sind ja relativ stabil. Wo war ich stehen geblieben? Richtig, bei Kanal und so weiter. Und wie gesagt, ich muss da definitiv versuchen, einen richtigen Rhythmus reinzukriegen, dass das vernünftig klappt. Und dem Kanal auch ein bisschen mehr Priorität zuordnen. Aber das nehme ich mir alles für den nächsten LS vor, weil für diesen LS schaffe ich das eh nicht mehr. Wo wir dann wieder bei den schönen Vorsätzen sind, die am Ende dann auch vielleicht auch nichts werden oder so. So ist das halt. So, das macht auch keinen Sinn. Noch ein bisschen zurück. So, noch ein bisschen so. Und jetzt können wir schön gerade rückwärts raus. Sehr schön. Perfekt. So, in etwa habe ich mir das vorgestellt. So, wisst ihr, was ich mir nicht so vorgestellt habe? Ich sag's euch, was ich mir nicht so vorgestellt habe. Wollt ihr wissen, was ich mir nicht so vorgestellt habe? Eine ganze Menge habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber in erster Linie habe ich mir nicht so vorgestellt, dass die Folge jetzt zu Ende ist.
Das habe ich mir wirklich ganz anders vorgestellt. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist, warum ich jetzt heute so in Quasselstimmung und Quassellaune war. Das ist unverständlich, unerklärlich und unentschuldbar. Ne, entschuldbar vielleicht schon. Es gibt ja Leute unter euch, die diese Videos mögen. Gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ja, noch mehr davon, Quassel, Quassel, Quassel. Von da, ja, ihr kommt heute wieder auf eure Kosten. Allen anderen tut mir leid. Wie gesagt, meine Frau geht jetzt gleich Ballen laden. Ich werde diese Person den Rest zu verstauen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir haben in der heutigen Folge überhaupt nichts geschafft. Wir haben im Grunde gerade mal 2 Ingame-Stunden oder sowas geschafft. Wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, wo wir früher ganze Tage geschafft haben. Ja. Gut. In diesem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag und werdet auch weiterhin einen wundervollen Tag haben. Ich wünsche euch jedenfalls, ja, wie üblich, einen wundervollen Tag und wundervolle Woche und dass alles toll ist und so weiter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.